Hi und willkommen zurück zu Skyward Sword HD. Wir sind hier stehen geblieben, wo wir von der Klippe einfach runtergeschmissen wurden und es knapp noch überlebt haben, weil uns Zelda gerettet hat, obwohl sie uns überhaupt erst in die Situation gebracht hat. Aber naja, auf jeden Fall, ne? Wir sollten Meister Tüter von dieser Sache berichten, Mike. Sag ihm, dass er in mein Zimmer kommen soll. Außerdem solltest du vielleicht die anderen Schüler nach deinem Wolkenvogel fragen. Sie dürften alle auf dem Dorfplatz sein. Der mit X markierte Ort im Süden des Wolkenhorts ist der Dorfplatz. Dort findet heute die Vogelreiterzeremonie statt. Da unten, okay. Kalibrieren bitte. Wie kann ich denn graben? Wie war das denn vorhin? Hier, an der Ecke. Geht das nicht? Hä? Wieso macht er hier eine andere Handform? Seht ihr das überhaupt? Sonst war ich hier. Du weißt, wie die Karte funktioniert? Drücke Minus und du siehst eine Karte deiner Umgebung. Nicht vergessen. Werde ich nicht. Die wird bestimmt sehr wichtig sein noch. Ja, jetzt kann ich sie richtig aufrufen, glaube ich. Oder? Ja gut. Er hätte gerne eine Minimap, aber die gibt's anscheinend nicht. Ich kann es aber mit dem Vogel ein wenig ausgeruht hat, Mike. Frag doch mal die anderen, ob sie nicht etwas über deinen Wolkenvogel wissen. Jo, dann machen wir das. Gibt's da sonst irgendwelche Secrets? Ich denke nicht. Nee. Komm, lassen wir es. Ich glaube, hier gibt es keine Secrets. Ja. Hier gibt es irgendwie auch nichts. Nee. Auch nicht hier hinter. Ich würde gerne erkunden, aber ich glaube nicht, dass Skyward Sword so ein Spiel ist, wo man halt viel erkundet und so. Also nicht so viel erkundet halt. Ja, aber mal schauen. Okay. Ja, gehen wir hier runter. Der kann da immer noch nicht durch. Alles klar. Hi! Ah, eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe. Und trotzdem habe ich mich überreden lassen. Was ist mit dir, Mike? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Tut mir leid. Ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Na gut. Dann nicht. Aber wir können hier noch bestimmt rein, ja? Wo war das hier jetzt? Obere Ebene, ne? Dum, dum, dum. Treppen hoch. Ritterschule. Ja, glaub schon. Badezimmer. Gibt's hier irgendwas Interessantes? Außer Sachen, die ich wegschmeißen kann? Das ist ein bisschen langsam, das Wegschmeißen. Ich weiß nicht, ob das auf der Wii auch so war, aber ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Okay, bis... Da ist man langsam drin. Ich weiß nicht, ob das Schleim oder Wasser ist. Wahrscheinlich nur Wasser, aber es könnte auch Schleim sein. Zeldas Zimmer. Ja, war ja klar. Naja, hätte es ja versuchen können. Meister Tytos Zimmer? Kommen wir da rein? Nein. Nein, in dem Zimmer von meinem Meister darf ich nicht rein. Gerunas Zimmer. Keine Ahnung, wer Geruna ist, aber da können wir auch nicht rein. Können wir nirgendwo rein? Meister irgendwas Zimmer. Otus, okay. Und hier ist Direktor Zimmer. Ja, hier sind die Treppen, alles klar. Ja, ja, hier sind die Treppen. Okay, rein da. Direktor Gepuras Zimmer. Sagen wir ihm Bescheid. Er ist nicht da. Dann kann ich ja seine Vasen kaputt machen. Nee, warte. Ich setze mich einfach auf seinen Stuhl. Ja. So, Leute. Gibt es irgendwas, worüber ihr mit mir reden möchtet? Habt ihr schon abonniert? Warum habt ihr noch nicht abonniert? Schon geliked? Naja, komm, machen wir weiter. Selbst Link wird das so langweilig. Ja, ich habe doch schon alles gemacht. Ja gut, dann gehen wir wieder zurück. Ich dachte, wir müssen hier lang, aber anscheinend nicht. Wo muss ich lang? Hä? Da muss ich lang? Nee, oder? Da muss ich lang? Maybe. Ich speichere mal ganz kurz ab. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo ich lang muss. Nein! Oh, ist das nervig!
Boah, wer hat sich die Scheiße hier ausgedacht? Ich glaube, ich werde nur noch speichern, wenn ich es wirklich muss, weil, ey, das ist so nervig. Dreimal drücken und dann die ganze Zeit laden zwischendurch. Ey, das ist nervig, Mann. Damit erkunden wir einfach den Wolkenhort ein bisschen. Ist bestimmt auch interessant. Hier waren wir zum Beispiel auch noch nicht drin. Übungshalle. Ah, da können wir aber auch gar nicht rein. Okay, wo geht's denn dann lang? Wir können ja wirklich nirgendwo lang. Oder bin ich hier falsch? Oh, ach so. Natürlich ist die Tür jetzt einfach offen. Natürlich. Na gut. Dann, Kinder. Hier ist ein Schmetterling, ein wunderschön. Oh, hier ist ein Secret. Oh, es ist ein Secret Exit. Doch. Abkürzung vielleicht einfach. Was, wenn ich jetzt da runterspringe? Ich glaube, dann sterbe ich einfach oder verliere ich Leben oder so. Oha, wie viele Leben? Das sehe ich erst jetzt. Wir fangen an mit 6 Leben. Ja, das sehe ich erst zweite Folge. Fragt mich nicht. Wir haben 6 Leben. Wir fangen mit 6 Leben an. Krass. Das ist viel. Für ein Zelda-Game. Ha. Blöden Kürbisse. Ja, es ist zwar bald Halloween, aber... Verschwindet! Mein Gott. Mögt ihr eigentlich Kürbisse essen? Also ich mag sie zur Deko, aber ich mag die jetzt nicht so zum Essen persönlich. Aber... Es gibt Leute, die feiern das voll, so Kürbisse zu essen. Ja. Aber ich finde das irgendwie so komisch, wenn man Kürbisse außerhalb vom Oktober sieht. Ich weiß, ich finde das irgendwie komisch. Ja, passend, dass wir jetzt Oktoberabend, wa? Na gut, je nachdem, wann das Video online kommt. Ja, kleines Kätzchen. Oh, ganz lieb bist du, ne? Und Herz, eine Herzpflanze. Yay, du hast ein Herz gefunden. Das ist mit heilender Energie erfüllt und stellt ein Herz immer wieder her. Na gut. Komm schon. Okay. Miau. Wir haben uns noch nicht komplett umgeschaut. Weiß nicht, ob es hier noch irgendwas gibt. Hier können wir nicht lang. Das ist wahrscheinlich für später oder so. Wo bin ich denn jetzt wieder? Oh Gott, ich kann nicht mehr rennen. Hier oben gibt es was? Nee, hier können wir auch nichts machen. Gott, ey. Kann ich irgendwie rauszoomen oder so? Bisschen viel hier los. Warte mal, Mike. Das hat mir gefallen. Der Baum da, kannst du auf ihn zusprinten und eine Rollattacke machen? Renne auf den Baum zu und rolle und rums. Bitte mach's. Bitte. Ja, ist ja okay. Ha! Oh, ja, ich muss rennen, Mike. Ha! Oh, nice, Geld. Nochmal. Oh, da passiert nichts mehr. Okay. Für eine Rollattacke musst du zuerst rennen. Und dann kannst du das gehen mit der Rollattacke. Rums. Hehe. Gut gemacht. Da ist er, mein Wolkenhirschkäfer. Halt! Ja, ich würde ja gerne helfen, aber geht nicht. Na, verflixt! Ich kann nicht mehr. Okay, dann lassen wir dich mal in Ruhe. Was auch immer du bist, können wir bestimmt später noch mit interagieren, vielleicht mit irgendwelchen späteren Items. Ja. Hier sind noch ein paar Vasen, die ich schmeißen kann. Und dann gibt es hier noch einen Shop. Oder irgendwas in der Art. Oh, einfach eine Leere. Nee, hier ist es schöner. Oh, du bist es, Mike. Heute ist es endlich soweit. Freust du dich schon auf die Vogelreiterzeremonie? Wenn du gewinnst, kannst du in die Oberstufe aufsteigen. Hier im Wolkenhort gilt man erst als erwachsen, wenn man das Reiten auf einem Wolkenvogel beherrscht. Ihr Jungspunde, die ihr Ritter werden wollt, müsst natürlich noch viel mehr beherrschen als das. Aber auch wir unterziehen uns stets verschiedenen Übungen und lernen so, auf den Wolkenvögeln zu reiten. Okay. Interessant. Hier ist was drin? Solltest besser nicht in anderer Leute Schränke stöbern. Sorry. Ich bin auch so jemand, der in Pokémon einfach in random Häuser reingeht und einfach Sachen haben möchte von den Leuten, wo ich einfach gestolpert bin. Ja. So einer bin ich. Oh, die Vasen sind wieder da, wie spawnen immer. Ja, Money Glitch gefunden. Naja, also wenn da wirklich mal Geld drin wäre, dann... Nein! Hier sind Schmetterlinge, ganz schön. Kann man hoch? Okay.
Gott, wie riesig das Areal ist. Mein Gott. Hier gibt's auch noch was. So, drei Dudes. Oh, Cutscene. Das war ganz schön hart, Bardo. Der hat sich gewehrt wie noch etwas. Naja, diese Kaminroten sind eben hart im Nehmen, selten wie sie sind. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Hey, Mike! Stehst du schon lange hier? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiterzeremonie. Du willst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Machst dir wohl schon in die Hosen. Du willst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen, was? Na, hab ich recht? Da bist du bei mir aber in der Falten geraten, Bürchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden, ha! Was sagst du da? Dein rotes Flüghühnchen lässt sich nicht blicken? Was da wohl passiert ist? Vielleicht hat es sich ja verflogen, das blöde Viech. Ja, ich möchte mich nicht über seine Frisur lustig machen. Ich werde gewinnen oder mein Vogel. Mein Vogel! Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Bro, ich stand 5 Meter hinter dir, als du gesagt hast, dass du meinen Vogel irgendwo versteckt hast, ne? Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda immer nur für dich interessiert. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser Eins darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Zelda! Ich also... Oh, hey! Bardo, hast du es etwa schon wieder auf Mike abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden! Wie? Achso. Wie kommt es, dass du immer Mike Dieter machst? Ich... Was ist los? Raus damit! Oh. Also... Ach, vergiss es. Also dann, Mike. Wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Falls dein rotes Hütchen, also, auf das du so stolz bist, nicht doch noch wieder auftaucht. Bist du am Arsch? Bis dann. Diese drei Kerle. Vielleicht wissen sie, wo dein Vogel steckt. Aber selbst wenn, sie würden es uns nicht sagen. Uns bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. Mike, ich werde dir helfen und von der Luft aus nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tüter. Sie werden die Vogelreiterzeremonie noch wohl verschieben müssen. Also keine Sorge. Ach, dann ist ja gut. Oh, die Postseller, ciao! Tja, sowas passiert aber auch wirklich nur Link, oder? Naja, da können wir nicht runterspringen, wir haben noch keinen Vogel, wir müssen ihn irgendwo finden, denke ich mal. Oh, die Sonne, schön. Okay, das hat gar nichts gebracht. Oh, das hat wirklich einen Herzschaden gemacht. Oh Gott, das war nicht gut. Ups. Naja. Muss ich, wie gesagt, alles noch lernen. Hi? Was ist los, Mike? Was? Dein Vogel? Er ist weg? Oh nein, ich hatte mich so drauf gefreut, einen roten Vogel fliegen zu sehen. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wo er sein könnte. Aber von der Statue der Göttin hat man den besten Ausblick über das Dorf. Sieh dich doch da mal um. Die Statue der Göttin ist die große Statue im Norden des Wolkenhorns, an der mit X markierten Stelle. Da war ich doch vorhin! Toll. Da habe ich den ganzen Weg da jetzt wieder zurückgelatscht. Aber bevor wir das machen, erkunden wir noch ein bisschen. Hier ist zum Beispiel noch eine Statue. Yay!
Ja, speichern. Ja, auf dem Speicherstand. Ja, speichern. Woo! Toll. Oh, ist noch ein Mädchen. Hi. Was ist los, Mike? Warum bist du aufgeregt? Dein Vogel Mike? Achso, dein Vogel Mike? Ach, der seltene Rote? Keine Ahnung. Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Von der Statue der Göttin hat man den besten Ausblick über das Dorf. Sieh doch da mal um. Ja, das weiß ich jetzt auch. Oh Gott, sagen wir immer alles so das Gleiche, glaube ich. Ja, und hier komme ich nicht durch. Wegen euch. Heute ist so ein schöner Tag und so ein gutes Wetter. Wir können es nicht genießen, weil wir so beschäftigt sind. Ich sage euch, mein Sohn kommt tagtäglich dreckig nach Hause, dieser ungezogene Bengel. Wie sehr ich seine Sachen noch wasche, es ist jeden Tag dasselbe Spiel. Waschen ist absolut nichts für mich. Ich wünschte, jemand würde das für mich übernehmen. Wegen diesen Tuteltanten kommen wir da jetzt nicht durch. Alles klar. Kleines Mädchen. Hallo Mike, das ist mein Zuhause. Heute geht es, wie wir spielen. Aber ich sag dir nicht mit wem, das wird lustig. Okay, komm ich da rein? Wir brechen einfach in die Häuser anderer rein, so wie immer. In The Legend of Zelda, nur hier geht das. Badabam. Hallo Mike, hast du denn zufällig meine kleine Cookie gesehen? Cookie, die freut sich auch. Sie läuft ständig wie wild herum, da komme ich nicht hinterher. Ich hoffe jedes Mal, dass sie bloß wohlbehalten wieder zurückkommt. Ja. Du solltest besser nicht. Ja, gut, ist okay. Alles klar. Bei mir gibt's nichts. Okay, die Kamera ist so langsam, muss ich sagen. Kann man die ändern? Oh, wir haben ein Optionsmenü. Wir haben hier. Okay. Blum. Was haben wir denn hier? Kleine Geldbörse. Bist du dran? Rubine können wir tragen. Amiibo Support. Ich habe ein paar. Steuerungsart, aha. Können die ein bisschen was ändern? Was kann man denn hier so alles ändern? Kamerageschwindigkeit, bitte schneller. Ja, sehr schnell, bitte. Oh ja, viel besser, viel besser. Oh Mann, ey, war die langsam vorher. Naja, gut, jetzt ist es besser. Gut, dann rennen wir mal ganz hasch und schnell zurück zu dem Ort, wo wir hin sollen. Gut, ich weiß nicht, wie lange das dauern wird, aber vielleicht finde ich ja auf dem Weg ein paar Abkürzungen oder so. Wieso kann ich denn die Kamera nicht drehen, während ich renne, ist ja auch blöd. Da auf der Statue, warte, da soll ich drauf? Oder habe ich das falsch verstanden? Warte, gib mir das hier mal. Blum. Hey, Mike! Oh, Kuku. Hier sind wir! Wir sprechen gerade von deinem Wolkenvogel, komm her! Okay, dann komm ich auch her. Kein Ding, Mann. Wo seid ihr denn? Unten? Wo sind die denn? Hä? Ich sehe die jetzt nicht. Wo waren die denn, hä? Aber hier oben waren sie nicht. Du weißt aber nicht hier oben, oder? Nee. Hä? Okay, warte, ich muss sie kurz suchen. Und wo haben die denn geredet? Ich kann nicht mehr rennen. Oh, jetzt geht's. Okay. Sah lustig aus. Aber ich finde die nicht. Ich weiß nicht, wo die sind. Keine Ahnung mehr. Ach so, hier sind die. Oh, lol. Ja, wow. Kamera hat mir aber auch besser helfen können, ne? Gut, dass du hier bist, Mike. Ich hab dich schon gesucht. Ich habe mich wegen deines Vogels umgehört. Und als ich mit Gruß hier geredet habe, hat er sich seltsam verhalten. Verzeih mir, Mike. Ich wollte es dir schon früher sagen, aber dein alter Bardo ist ganz bestimmt herausgefunden. Anscheinend hat Bardo ihn ordentlich eingeschüchtert. Los, spuck schon aus. Als ich vorhin den Speisesaal ein wenig aufgeräumt habe, kamen Bardo und die beiden anderen rein. Sie haben mich gar nicht beachtet und begannen dann den Plan auszuhacken, um deinen Vogel zu verstecken. Ich wollte mich wegschleichen, um dich zu warnen, aber da hat mich Bardo entdeckt. Wenn ich etwas verrate, würde ich nie wieder fliegen, hat er gesagt. Bardo hatte also anscheinend den Plan, sich deinen Vogel zu schnappen und ihn beim Wasserfall zu verstecken. Hm, der Wasserfall. Gib mir doch mal eine kurze Karte, Mike. Da muss er sein, beim Wasserfall. Ich habe ihn mit X markiert. Oh, wieder hin und her rennen. Zelda, meine Freunde. Es tut mir so leid, Mike. Ich bin so ein Feigling. Es tut mir so schrecklich leid.
Aha, Mike! Am Wasserfall wurden in letzter Zeit gefährliche Kreaturen gesehen. Du solltest also ein Schwert oder so etwas mitnehmen. Frag doch mal den Schwertmeister hier in der Übungshalle, ob er dir ein Schwert leiht. Okay. Ja, hochklettern. Da oben gibt's schon das Schwert. Die Übungshalle. Hi, Mann. Oh, Mike. Du kommst, um zu üben, obwohl heute der Tag der Vogelreiterzeremonie ist? Das nenne ich mal Eifer. Die Übungsschwerter sind hier im Hinterzimmer. Also hole dir einfach eines und komm danach zurück. Ich bin immer hier, wenn du Fragen zum Umgang mit dem Schwert hast. Na, dann holen wir uns mal eins. Können wir eins gut gebrauchen, denke ich. Die erste Kiste, Leute. Du hast das Übungsschwert erhalten. Dieses ziemlich scharfe Schwert wird von den Schülern der Ritterschule bei Übungskämpfen verwendet. Drücke Plus, um dir anzusehen, welche Gegenstände du besitzt. Aha, also können wir jetzt hier sehen, was wir ein Übungsschwert haben. Dieses Übungsschwert wird in der Ritterschule verwendet. Seine Klinge ist äußerst scharf, ja? Okay, wir holen das raus. Vielleicht sagt er uns das. Und jetzt können wir es verteidigen. Nice. Was sagst du? Du möchtest, dass ich dir den Umgang mit dem Schwert erkläre? Besser wäre, ja. Bei der Schwertführung musst du dir immer vor Augen führen, wohin du schlagen willst. Schwingst du dein Schwert horizontal, führst du einen Horizontalschlag aus, während ein vertikaler Schwung einen Vertikalschlag bewirkt. Stößt du direkt nach vorne, führst du eine Stichattacke aus. Dann gibt es aber auch noch die Wirbelattacke. Probier sie am besten mal aus, wenn du dich von Gegnern umringt siehst. Also wenn du diese Grundlagen beherrschst, bist du für den Kampf bereits bestens gerüstet. Die erste Regel beim Kampf ist und bleibt jedoch das Anvisieren des Gegners. Sobald du ihm gegenüberstehst, drücke dann einfach den ZL-Knopf, ja, den ZL-Muskel. Das ist überlebenswichtig. Du kannst diese Stämme nutzen, um zu üben. Wenn du vergessen hast, wie du dein Schwert schwingst, kannst du mit Hilfe von links eine kleine Gedächtnisstütze als Hilfe aufrufen. Hast du alle Stämme zerlegt, darfst du dich an einer Spezialtechnik versuchen. Okay, und wie hole ich mein Schwert raus? Ah, oh, tatsächlich! B. Ha! Ja! Hä? Ha! Ja? Ich weiß nicht, wie das in der Kamera aussehen wird, aber es wird bestimmt lustig aussehen. Ja! Ja! Ha! Hier! Yeah. Aua! Mein Bauch! Nein, oben! Wie geht das denn hier? Stecheln? Ha! Nee. Okay, machen wir das aber das nächste. Ha! Ja? Ha! Ha! Sehr gut, Mike. Du weißt, mit dem Schwert umzugehen. Das freut mich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Wenn du möchtest, kannst du jetzt die Wirbelattacke üben. Klar, warum nicht? Ausgezeichnet, aber nun werden um dich herum mehrere Stämme erscheinen. Zerschneide sie mit deiner Wirbelattacke, ohne dich von der Scheide zu bewegen. Alles klar, wie mache ich das? Ah, das war ja einfach. Hervorragend. Ja, so muss es aussehen. High five, Bro. Also gut. Willst du zum Abschluss noch den Fangschuss ausprobieren? Klar. Haha, sehr gut. Der Fangschuss ist nur dann möglich, wenn dein Gegner am Boden liegt und du musst ihn dafür mit ZL anvisieren. Schlage diesen Stamm zu Boden und versuch dann den Fangstoß auf ihn anzuwenden. Okay. Ha! Ha! Man muss erstmal ausholen. Alter, also, der Wirbelschlag, aber anvisiert. Okay. Wunderbar. Du kannst den Fangschuss auch dann einsetzen, wenn du den Gegner mit dem Schild oder einer Wirbelattacke zu Boden geworfen hast. Der Feind bleibt aber nicht für immer am Boden liegen, also lass dir nicht so viel Zeit. Ich kann ein Schild mal rausholen? Ja, kein Schild. Und jetzt? War's das? Geschafft? Nice. Nice, Leute. Was soll das werden, Mike? Übrigens, kannst du mit dem Schwert nach vorne schleichen? Ja, aber ich brauch das Schwert! Wie? Du sagst, ein Wolkenvogel sei verschwunden? Und du willst ihn nun suchen? Hm, na gut, ich verstehe. Eigentlich dürfen wir hier im Wolkenhort nur die Ritter die Schwerter übertragen lassen, aber ich mache mal eine Ausnahme. Aber wehe, du stiftest damit Unruhe im Dorf. Wenn du noch üben willst, komm her und übe hier drin. Verstanden?
Alles klar, Meister. Dann gehen wir jetzt wieder raus. Und erkunden den Wasserfall. Vielleicht finden wir dort unser Wolkenvogel. Unter unseren Wolkenvogel, Deutsch. Jetzt muss ich aber erstmal den ganzen Weg da wieder zurücklatschen, glaube ich. Ja. Bis gleich. Also ist es hier? Hier bei den Kürbissen? Ja doch, hier lang und dann sind wir doch da, oder? Ja doch. Können wir schwimmen? Ich weiß es nicht, aber ich will es auch nicht ausprobieren unbedingt. Moment, hier fließt Wasser runter? Wie kommt es denn wieder hier hoch? Hä? Wie funktioniert das? Oh Gott, ich sehe gerade, die Cam ist ein bisschen dunkel. Wird dann ab nächster Folge wahrscheinlich oder irgendwann so um den Dreh nächste oder übernächste Folge wieder besser aussehen. Bisschen heller. Hey Bro. Sieh dir mal diese Statue an. Niemand weiß, wie lange sie schon hier steht. Schade, dass es ein Auge, fehlt. Drücke oben und sehe die Statue etwas ruhiger näher an. Ja, dem fehlt ein Auge. Okay, dann müssen wir so einen Edelstein finden anscheinend. Also nicht einen Rubin, sondern wirklich einen Edelstein. Na gut. Ha! 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 Hey, ja! Ein Gitter. Was ist denn da drin? Eine Höhle. Also in der Höhle, was ist da drin? Es ist in der Höhle drin, das ist aber hier aus wie die Overworld. Oder ist das nur so ein Tunnel und keine Höhle? Kommen wir denn da durch? Hier beginnt die Höhle hinter dem Wasserfall. Vorsicht vor blutsaugendem Getier. Zutritt für Kinder strengst verboten. Niemand sagt mir, was zu tun hab! Ha! 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 Lass mich durch! Hey! Ha! 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 Okay, nice. Höhle hinter dem Wasserfall. Oh boy. Hä? Wow! Weg mit euch! Okay, ist geklappt. Hab ich den Rubin gehört? Rubin! Ich komme Leute, Baby! Yeah! Und ein Herz sogar auch noch gedroppt. Hey! Kein Ausdauer mehr. Nein! Abgestechelt. Kann ich nicht killen? Doch, kann. Okay. Aber er droppt nichts. Hey! Ja. Hier ist was. Hier fliegt ihm was. Ich schüttel einfach nur, es klappt. Hi, Blühbirne. Wegstecken. Achso. Nicht wegstecken! Ganz schlechte Idee. Ja. Einfach egal, wie zuschlagen ist eigentlich meistens. Gut. Okay, hat geklappt. Ich muss am vorhin in die Steuerung reinkommen, es tut mir so leid. Oh, ein Herz. Oh, hi, Bro. Ja, stimmt, ich muss noch anvisieren, das hab ich voll vergessen. Bam. Ja. Achso, ich wollte eigentlich, na gut. Es erkennt das nicht so ganz, ich weiß nicht wieso. Stecheln. Nein, da oben. Egal. Was war der? Hä? Wow! Hat sich nach hinten geschlichen. Bam! Rupees! Rupees. Nice. Noch irgendwas? Nein. Da komm ich doch gar nicht hoch. Oder? Doch! Mit einem guten Sprung schon. Nice. Das kann Link aber auch wirklich nur in diesem Spiel, kann das sein? Weg mit euch! Ja, null Nummer! Ihr könnt gar nichts! Du auch nicht! Was willst du? Ha? Deine Freunde sind tot und schimpfst jetzt auch! Oh. Okay. Oh Gott, was ein Start, oder? Oh, Secret habe ich da gesehen. Oh, ich fühle mich wie bei Wind Waker hier. First Person Zelda! Hättet ihr Bock drauf? Ich weiß ja nicht. Oder gibt es schon eins? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt noch keins, oder? Ich meine nicht. Aber gut. Okay, wir sind an einem verlassenen Ort hier.
diesen verlassenen Ort, würde ich sagen, schauen wir uns dann in der nächsten Folge genauer an. Vielleicht finden wir hier unseren Wolkenvogel wieder. Schaut auf jeden Fall das nächste Mal ein, damit ihr es herausfinden könnt. Und Link sagt euch jetzt ciao.